Hallo Freunde, es ist wieder Zeit für Küchenparty und heute gibt es sozusagen Reste essen. Ich habe in meinem Kühlschrank hier noch Rinderhackfleisch gefunden, dann hatte ich hier noch eine überreife Zucchini, die dringend weg muss und ein paar Cocktailtomaten. Aufgepeppt mit ein paar Schalotten, ein bisschen Knoblauch und ein wenig frischen Kräutern kann man da ein wunderbares Hackfleisch-Sugo basteln. Als Geschmacksverstärker dienen getrocknete Tomaten, Pfeffer, Salz, Agavendicksaft und damit das Ganze ein bisschen mehr wird, gibt es noch ein paar gehackte Tomaten. Ich werde die Zutaten jetzt vorbereiten und melde mich dann wieder. Die Zutaten habe ich vorbereitet, die Tomaten geviertelt und den Rest schön gewürfelt. Ach ja, und lasst euch nicht von so einem selbsternannten Oberheini erklären, dass man Gemüse schälen muss. Die wenigsten Gemüsearten müssen geschält werden. Abschrubben reicht vollkommen. Ich habe hier gerade noch einen Schluck Rotwein gefunden, den werde ich mit in dem Sugo verarbeiten und ein Teelöffel Tomatenmark kommt auch noch rein. Das war's dann aber. Olivenöl erhitzen, Schalotten mit Knoblauch leichtglasig anbraten. Hackfleisch hinzugeben und den ganzen Spaß noch ein bisschen anbraten. Den ganzen Spaß beim Braten schön verrühren, denn sonst brennt das Hackfleisch an und gibt Klumpen und das wollen wir ja nicht. Dann das Tomatenmark hinzufügen und verrühren und nochmal leicht anbraten lassen. Kann nämlich der Essig, der in so einem Tomatenmark enthalten ist, schön verdampfen und dann geben wir den Rotwein hinzu. Dann den Spaß wieder verrühren und ganz langsam einkochen lassen, bis die Flüssigkeit fast weg ist. Dann die Tomaten hinzugeben und wieder verrühren. Die Tomaten aus der Dose natürlich. Im Anschluss etwas Pfeffer und salzen und das restliche Gemüse hinzufügen. Und verrühren. Den ganzen Spaß lässt man jetzt etwas einkochen und wenn es einem zu dick wird, einfach ein bisschen Wasser hinzufügen. Würde ich getrocknete Kräuter benutzen, würden die jetzt mit in den Topf kommen. Da ich aber frische Kräuter nutze, kommen die erst so 5 bis 10 Minuten vor Ende der Kochzeit rein. Das Sugo lasse ich jetzt knapp eine Stunde einkochen, rühre ab und zu um und wenn ein bisschen Wasser fehlt, ja, dann fülle ich halt ein bisschen nach. Die Stunde ist rum, jetzt kommt noch ein bisschen Agavendicksaft rein und die Kräuter. Die meisten nehmen Zucker dazu, um die Tomatengeschmack oder den Tomatengeschmack ein bisschen zu hervorzuheben. Ich nehme halt Agavendicksaft. Alles schön verrühren, das Sugo bei kleiner Hitze nochmal so 5 bis 10 Minuten köcheln lassen, dann kann man es eigentlich essen. Ich selbst lasse es jetzt hier 1, 2, 3 Stunden auskühlen, mache mir nachher ein paar Spaghetti dazu und esse es dann aufgewärmt zu den Spaghetti, weil aufgewärmt schmeckt einfach besser.